Und damit ein Hello there und herzlich willkommen zu einem weiteren Developer Insight Reaction Discussion Talk Video. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall, wir schauen uns das neue Video an von Crytek. Das neue, oh, es heißt sogar Developer Update und nicht Insight. Okay, ich glaube, die können sich auch nicht so ganz entscheiden. Auf jeden Fall haben wir ja ein neues. Und ich bin sehr gespannt, denn ich bin eigentlich jedes Mal gespannt. Aber dieses Mal bin ich sehr gespannt, denn heute geht es um die neue UI. Und ich weiß nicht, seit wann ihr Hand spielt, aber die UI, die hat auf jeden Fall ein paar Wandel gemacht. Oder sagen wir eigentlich einen sehr großen Wandel. Ich blende euch hier mal ein Bild ein davon, wie die UI ganz am Anfang aussah, als ich angefangen habe zu spielen. Und die war damals auf jeden Fall cool. Im Grunde ist es eigentlich dasselbe wie die jetzige, bloß ist halt die jetzige, ne, es gibt halt viel mehr Sachen, viel mehr Tabs und sowas. Und sagen wir es mal so, es ist, glaube ich, kein Geheimnis. Ich glaube, ich bin noch nicht der Einzige hier, der so empfindet. Die UI ist schrecklich. Die UI ist absolut schrecklich. Sie sieht an sich schön aus, teilweise, aber es da zu navigieren ist schrecklich, vor allem für Konsolenspiele. Es ist auf jeden Fall allerhöchste Eisenbahn, dass diese endlich angepasst wird. Und genau das wird passieren und heute fahren wir inwiefern. Im Grunde muss eigentlich alles angepasst werden. Also ich bin wirklich gespannt, was genau sein wird. Und Feature Changes. Finden wir es heraus, was uns der gute David heute zu sagen hat. Und Untertitel. Hi, I'm David Fifield, the General Manager for the Hunt franchise. Moin, David. Today we're going to run you through some highlights of our new user interface. Why the change? Gute Frage. Sag's mir, David. Overall, we are always striving to improve based on community sentiment, survey results, engagement data, and our own long hours of play. To put it plainly, our old system grew in incremental steps out of short-term necessity and rapid update, repair, and repeat cycles. Over time, it's become less intuitive and more complicated and overwhelming for new players to engage and learn. Ich lese immer wieder auf Reddit von neuen Spielern, die sich über die UI beschweren, dass die zu verwirrend ist und die nicht checken. Ich meine, wenn Sie hier oben dieses Fragezeichen, das hilft tatsächlich auch, aber die UI ist das ist ganz schlimm. Was hat er hier gesagt? To put it plainly, our old system grew in incremental steps out of the short-term necessity rapid update. Ja, okay, also quasi kurz gesagt, die UI ist einfach nur Mittel zum Zweck, kann man glaube ich so sagen. Also sie musste halt, was war das hier gerade? Hui, okay. Man hat irgendwas gebraucht, wird einfach schnell gemacht. Hier neues Update, neue Munitionsarten. Ja, tun wir dahin. Dual Wield, ja, machen wir so. Ja, Skins, die Leute beschweren sich, dass Skins so aufgedeckt sind. Ja, packen wir einfach irgendwie zusammen. Wobei das sogar ein guter Change war. Also einfach nur schnell, schnell. Und die alte halt genommen. Wie gesagt, die ganz alte UI, ich blende sie nochmal ein. Die sieht ganz anders aus vom Optischen, aber eigentlich ist es genau dasselbe. Es ist eigentlich genau dasselbe. Deswegen bin ich sehr gespannt, was jetzt passieren wird. Und die Verbesserungen sind based on Community, also was die Community sagt, von den Umfragen, die sie machen. Engagement Data, ich frage mich, wie das funktioniert bei der UI. Wahrscheinlich, wie oft seid ihr im Black Market? Das würde mich interessieren. Oder im Schwarzmarkt. Wie oft seid ihr im Schwarzmarkt? Weil ich glaube, echt wenig Leute wissen, dass es den überhaupt gibt. Wo du halt immer einen 40% Rabatt bekommst auf Skins. Oder auch Hunter. Ich glaube, viele kennen den gar nicht. Vor allem die neuen Spiele. Wahrscheinlich ist das damit gemeint. Und our own long hours of play. Ja, sie selbst finden die UI kacke. Play. Ich muss mich für kürzer halten. Ich, 22 Sekunden, ich bin schon bei 4 Minuten. Ja, ich werde versuchen, nicht zu viel drumherum zu reden. Plainly, our old system grew in incremental steps out of short-term necessity and rapid update, repair, and repeat cycles. Over time, it's become less intuitive and more complicated and overwhelming for new players to engage and learn. Redundant pages and scattered frameworks changing from one screen to the next have been showing their age for a while. The need to streamline that process into something that feels easier and more natural to navigate was important to us. Ja, was gibt's da zu übersetzen? Also wirklich ganz kurz gesagt, also was heißt ganz kurz gesagt, alles was ihr auch empfindet, was euch negativ an der UI auffällt, fällt denen auch auf. Zu viel auf einem Bildschirm, zu unübersichtlich, zu überfordernd, Seiten, die einfach nicht mehr, die einfach unnötig sind. Ich meine, ich finde es auch wirklich, davon blende ich jetzt auch ein Bild ein, was ich so wild finde. Bei den Trials ist immer noch diese komische Werbung für den Beast Hunter DLC. Dieser Crossbow. Aber der ist nicht mal schön platziert, dieses Bild. Diese Werbung ist nicht mal schön platziert, sondern der ist so ganz komisch oben zwischen den rechten beiden, zwischen den mittleren und den rechten Trials. Das ist so weird, dass das immer noch da drin ist. Ich glaube, wenn die das raus tun,
bricht irgendwas in der UI. Hoffentlich ist das dann weg, wenn sie die neue UI machen. Oh Mann, wirklich. We are committed to creating an experience that is accessible and more intuitive for all our players across PC and console platforms. Since Hunt Showdown was originally designed for and launched on PC, there have been clear challenges in place from... Das ist jetzt Console auch. Genau, als wenn sie... Du sollst mir extra Console entsprechen. Ja, dass man diesen scheiß Curse... Also wirklich jeder von euch, der Hunt auf Konsole spielt, mein Beileid. Jetzt unabhängig davon, wie das Gameplay an sich ist, in-game, ich möchte ja nicht judgen. Ich find's wild, aber ich möchte nicht judgen. Aber die UI mit diesem scheiß Cursor-Ding da, boah, schrecklich. Also ich bete für euch, dass es besser gemacht wird und ich denke, das wird er jetzt auch sagen. From the beginning for console players, addressing these issues has been the biggest goal of the overhaul. Another important point was to remove or pause features that... Habt ihr es gesehen? Aha, habt ihr es gesehen? Schaut mal. Aha. Aha. Aha, was haben wir denn hier? Has been the biggest goal of the overhaul. Another important point was to remove or pause features that have not added enough value to make room for rework. Ach so. Warte mal, was? Die Sache ist, das ist genau das Screen, den ich meinte. Und ich habe ja die Trials komplett fertig. Das heißt, das hier habe ich gar nicht. Aber genau das meinte ich. Da steht Next Legendary Unlocked. Das habe ich mir gar nicht mehr... Das steht das da dran? Auf jeden Fall, dieser Crossbow, den man hier sieht, das ist der Crossbow aus einem DLC. Und wenn man da draufklickt, kommt man also auf PC in den Steam Shop. Okay, ich bin jetzt noch verwirrter als vorher. Ich bin gespannt. Ich weiß selbst nicht mehr, was genau jetzt bei mir steht. Ob da auch Next Legendary Unlocked steht. Weil der Crossbow hat nichts damit zu tun mit den Trials, hä? Ganz komisch. Wir müssen unsere Augen aufhalten für neue Sachen. Wir haben jetzt hier schon den Speer geteased. Ich wusste schon vorher von dem, deswegen bin ich nicht so überrascht. Aber ich bin gespannt, ob hier noch irgendwas Neues kommt. Beginning for console players. Addressing these issues has been the biggest goal of the overhaul. Another important point was to remove or pause features that have not added enough value to make room for reworks and new functionality. Crafting a scalable UI framework that facilitates growth with consistent control and navigation has been central to the rework. Ja, so viele Seiten, wenn ich benutze. To better service the console player base, we prioritized a minimalist approach. Key screens are built on proven and tested patterns from. Whoa, das sieht ja ganz anders aus. Holy shit. Hold on. Nochmal zurück. Wow, okay. Das habe ich nicht erwartet. Ich habe nicht so einen Prioritize the minimalist approach. Key screens are built on. Das ist so ein bisschen COD Battlefield-mäßig, ne? Diese Art von UI, die ich nicht schlecht finde. Die macht Sinn. Cool. Schöne Bilder. Gefällt mir. Finde ich hübsch. Oh, nur 4 Tabs da oben. Home-Button. Gefällt mir jetzt schon sehr. Proven and tested patterns from other cross-platform apps and products. This new version offers a... Die haben sich auch von anderen UIs inspirieren lassen. Bloodline, Weekly, Dark Tribute, Weapon. Boah, ich glaube, das finde ich gut. More consistent navigation experience and better information. Für euch Console, Leute. Overall, the most important change has been the removal of the console cursor. Directional pad navigation replaces the stick-driven cursor of the old UI. You are now able to navigate the entirety of all available options with the up, down, left and right buttons or directional keys. We've also... Ihr könnt alles mit dem machen eigentlich. Es gibt keinen Cursor mehr. Also auch für euch Konsole, Leute, freue ich mich sehr. Wenn ihr auf Konsole spielt, bitte schreibt in den Kommentaren, wie sehr ihr euch gerade freut, weil ich glaube wirklich, ich kann mir vorstellen, dass das richtig big ist, weil die UI auf Konsole, boah, auf PC schon schrecklich, aber auf Konsole noch schlimmer. Das freut mich wirklich, das finde ich richtig geil. Added an Actions Menu Tray, so the controller players have access to... Boah, das sieht echt cool aus. Hand ist noch näher am Hunter dran. Man sieht die Weeklies hier, wie eigentlich wie vor. Dark Tribute sieht man hier auch und kann hier gleich, okay, cool. Ich mag die Rahmen. Es sieht immer noch sehr nach Hand aus, was ich sehr nice finde. Bin ich gut. Gefällt mir. Controller players have access to shortcuts and actions more readily without a need to point and click. PC players can use directional keys, shortcuts, or just use the cursor and mouse click to access whatever components they want. Rookie? Hm? Okay, Trades sind jetzt hier oben klein, Health Bars, kann man wahrscheinlich hier gleich respecken. Das verwirrt mich gerade. Ich bin gespannt, was gleich noch kommt.
want. Hübsch. Additionally, we're refining the visual presentation to better showcase Hunter's gear and stats. Everything is better tied together and more consistent for a less confusing experience. Genaue Beschreibung, was was macht. As mentioned before, part of the process of this rebuild was to identify which features should be removed, not just from the interface, but from the product altogether. The first to discuss is quest lines, which have already been paused since the spring of last year. While promising at first, they were too expensive to maintain and trailed off into dormancy in favor of events and battle passes. Experiments are being considered for smaller challenges and chase items to run in parallel or between events, but we will not be returning to the old quest lines layout or systems. The second is the entire library tab, which includes the monster and weapon books along with mastery tracking systems. We are working on replacement systems for progress tracking or rewards related to weapons and monsters, but those will not be online for the August launch. Okay, ich glaube die Library wird entfernt, ja, aber sie wollen das irgendwie ersetzen. Allerdings nicht zum Update, was jetzt kommt. Also am 15. August werden wir keine Library mehr haben. Aber es wird noch was kommen dann. Also ich bin gespannt, was sie machen werden, was danach kommen wird, weil ich muss sagen, ich finde die Library an sich cool. Die ist halt an sich nicht schön designt, aber ich finde es cool, dass wir hier dieses Monsterbuch... Ich gehe mal hier rein. Ich mag das Monsterbuch sehr und ich mag auch das Waffenbuch. Die sind nur nicht schön designt unbedingt. Also das Monsterbuch, das geht, das ist cool designt, aber das Waffenbuch ist halt genauso designt eigentlich. Es ist halt cool, die zu füllen, allerdings fühlt sich es auch so useless an. Also ich hoffe, was auch immer sie danach machen, dass es dasselbe Bedürfnis befriedigt, irgendwie so Sachen zu vervollständigen. Man sieht auch hier, Total Entries Unlocked hier zum Beispiel, ist schon geil, diese Zahl voll zu machen. Und ich hoffe, dass sowas bleibt. Das finde ich cool. Aber ich check das jetzt removen, weil das Ding ist halt super outdated und unübersichtlich, nicht geil. Related to weapons and monsters, but those will not be online for the August launch. The next feature being removed from both the UI and the entire product is Trials Mode. Over the years, Trials Mode has seen very low engagement rates and has even been tracked in data as a contributing factor for players quitting the game completely. The bespoke rewards for cosmetics and... Hold on, was? Nochmal. Over the years, Trials Mode has seen very low engagement rates... Also es wurde sehr wenig gespielt und... ...and has even been tracked in data as a contributing... Trials ist ein... Faktor gewesen für manche Spieler, das Spiel zu quitten? Was? Also ich weiß nicht, wer das Spiel gequittet hat wegen Trials, aber die hatten dann an sich keinen Bock auf Hand, glaube ich. Das macht ja gar keinen Sinn. Warum sollte jemand das Spiel deinstallieren wegen Trials? Ich frage mich, wie die das aus den Daten herauslesen. Sehen, dass jemand Trials gespielt hat, danach das Spiel geschlossen hat, nie wieder mehr gestartet hat, oder? Ja, okay. Weiß ich nicht. Factor for players quitting the game completely. Dann the bespoke Hand rewards eh for cosmetics and blood bonds that exist in Trials Mode are being reassigned to other progression-based challenges, such as Prestige or other... Ah, cool. Das ist cool. Die Belohnungen auch von den Trials kommen in Prestige rein. Oder andere Challenges, die noch nicht enthüllt wurden. Oh, cool. Challenges yet to be revealed. Mm-hmm. And last on the cut list is the Black Market feature. While the Black Market provided some... Hier. Habt ihr den Screen schon jemals gesehen? Das ist halt so versteckt, ne? Okay. Interesting alternatives to acquire deeply discounted cosmetics. It has been found to be too confusing and more of a bother than a quality feature. In its place, we will simply put more items on... Hübscher Store. Ist cool. ...discount through the direct store page, which can be more easily found by filtering for discounts without the added gate of a sequential list. Mmm. Neue Features. Das Video Now wird auch lange, Leute. Into some of the new features that you can look forward to. To start, we've simplified Hunter recruitment and roster management based on volumes of player feedback. Oh, bin ich gespannt. The recruitment process itself is being more unified with a clear choice to either recruit a free hunter with a single trait and some basic contraband weapons, or pay 100 hunt dollars to hire a more veteran hunter with 3 traits and no weapons. A host of hunter skins previously recruited at tier 2 or 3, and many new and reworked versions are now being given bespoke names and will function in the same way current legendary hunters do. These newly named and updated hunters can be unlocked for recruitment via bloodline and prestige rewards, specific challenges, and blood bond purchase. Once unlocked, they can be hired and rehired for hunt dollars with the same systems in place for the current legendary hunters, which are being reclassified as just hunters with varying degrees of rarity and visual complexity.
The new UI features both a simple carousel and grid view, which allows for 39 hunters to be shown at the same time, as well as scrolling for larger rosters. The traits menu has been improved by allowing more traits to be visible in a grid view, with all trait icons now consistently displayed with the option of favoriting your preferred traits. Some new mechanics and the glossary are being developed to better explain classification of traits such as burn traits and scarce traits. Dennis will be back in another video with more details on these in the coming weeks. As mentioned earlier, the long-requested filter for favoriting is being carried across more menus. This greatly speeds up finding and selecting your favorite hunters, traits, gear, and loadouts quickly. Our new store will make browsing for new cosmetics smoother, with neatly contained sections and filters, so that you can find what you're looking for more quickly. Wow, okay, das war jetzt wild, Alter. Also, ich habe jetzt mal einfach mal das durchlaufen lassen. Da gab es auch ein paar Sachen zu sehen, die neu sind. Also, neue Hunter-Skins und sowas. Okay, krass. Jetzt erklärt sich auch das Rookie-Ding. Wow, das ist so wild. Das ist wild. Ich mach mal kurz den Untertitel aus, für die Störniger ein bisschen. Also, das ist jetzt der Recruitment-Tab, der neue. Auch weiterhin 4 Stück. Man sieht es aber groß. Man sieht das hier so. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin mir unsicher, ob mir das gefällt. Dieser Screen. Ich finde den nicht hübsch. Aber ich glaube, der ist für Console-Leute geil, die vom auf PC auf dem Fernseher zocken, weil es halt schön groß ist. Aber ich finde das als PC-Spieler jetzt nicht so nice, muss ich sagen. Das ist mir zu groß. Aber es ist auch schwierig zu balancen. Also es ist jetzt nicht schlimm, aber das hat mir vorher besser gefallen, dass ich alle 4 gesehen habe, was sie haben. War nicht vorher besser, muss ich ganz ehrlich sagen. So muss ich jetzt immer den anklicken, den anklicken, den anklicken, den anklicken, um zu wissen, was sie haben. Hm? Das gefällt mir nicht. Das gefällt mir nicht. Muss ich ganz ehrlich sagen, das gefällt mir nicht. Es ist aber jetzt auch nicht dramatisch, aber das gefällt mir nicht. Das hier on the other hand finde ich crazy. Hier alle, also wirklich so viel auf einmal zu sehen, ist an sich auch nicht so geil. Da man sie aber favorisieren kann, ist es auf jeden Fall völlig in Ordnung. Also ohne hier ein Favorite wäre es schrecklich. Und ich möchte jetzt hier mal kurz durchgehen, weil ich sehe hier echt ein paar neue Charakter. Vor allem, ich bin jetzt ganz unsicher, das sind alles Legendary. Nee, kann man sich jetzt seine Standard-Hunter auswählen? Weil hier die beiden sind einfach nur die Tier-1s, aber hier ist nochmal ein Tier-1. Ich bin mir gerade unsicher, ob das ein Tier-1 oder Tier-2 ist, ob das neue Charakter ist. Also die sagt mir jetzt so nichts, wenn ich die jetzt so sehe. Die sieht neu aus, aber das sieht aus wie ein normaler Hunter. Ne, die kennen wir auch, das sind Tier-2-Hunter. Die hier sagt mir gar nichts und da bin ich mir jetzt auch unsicher, ob das jetzt ein Legendary ist oder ob die haben so ein... Die hat so einen blauen Hintergrund. Ich glaube, das ist neuer Legendary. Hier ist auch nochmal ein normaler Hunter. Nein! Oh mein Gott! Das ist der Tutorial Hunter, der einen das Spiel vorstellt. Oh mein... Okay, das ist cool. Das finde ich geil. Boah, voll versteckt hier auch. Ich habe vergessen, wie er heißt. Das ist der, der auch Geralt Stimme hat. Also Geralt von The Witcher. Cool. Ja, also das hat mir besser gefallen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich fand den Screen besser. Hier jetzt auch wieder. Marion and Lee, uncommon. Aha. Neu, neu, dann ist der auch neu. Neu, 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 neu. Also wir haben jetzt dann auch Uncommon Skins. Nicht nur Legendary Hunter, sondern auch Uncommon, also ungewöhnliche. Was so ein Mix ist aus Legendary und einem normalen Hunter. Ich muss sagen, ich finde die ultra stylisch. Die sieht übelst cool aus. Das finde ich sehr geil. Achso, warte mal, ich glaube, er hat es auch gerade erwähnt. Kann das sein? Achso, ich glaube, es hat er auch gesagt. Previously recruited at Tier 2 or 3 and many new and reworked versions are now... Neue und reworked Versions. Not be given bespoke names. Wenn ich es richtig verstehe, nehmen die Standard-Hunter, passen die ein bisschen an und geben denen eine Persönlichkeit. Und wahrscheinlich sind dann die ganzen White-Shirts und sowas, sind dann diese Random-Hunter mit Random-Namen. Aber die schon ein bisschen cooler aussehen, die sehen jetzt noch cooler aus und kriegen einen Namen. So wie es irgendwie so verstehst jetzt. Interesting. Ich finde übrigens, dass die hier extrem cool aussehen. Also, der hier sieht extrem cool aus, die sieht extrem cool aus, zumindest von den Bildern hier. Aber ich finde auch die hier echt cool. Will function in the same way current legendary hunters do. These newly named and updated hunters can be unlocked for recruitment via bloodline and prestige rewards. Ich frage mich, ob die Prestige-Level hochgehen. Weil für Leute, die Prestige 100 sind, was ist mit denen? Dürfen die jetzt einfach jetzt einen Haufen, also kriegen die jetzt einfach alles auf einen Schlag oder geht es bis Prestige 150 oder sowas? Aber man kriegt durch Bloodline auch, also einfach nur durch bloßes Spielen, bestimmte Challenges, es kommen ja auch noch neue Challenges, Bloodbonds und Prestige. Once unlocked, they can be hired and rehired for Hunt Dollars with the same systems in place for the current Legendary Hunters, which are being reclassified as just Hunters with varying degrees of rarity and visual complexity.
Es gibt keine Legendary Hunter mehr wie vorher, dass diese ganzen Skins alle Legendary Hunter sind, sondern gibt es einfach verschiedene Raritäten. Ich könnte mir vorstellen, dass jetzt zum Beispiel, boah, wer fällt mir jetzt ein? So ein Reaper ist jetzt wahrscheinlich nicht weiterhin ein Legendary Hunter. Der ist ja an sich auch lore-technisch so eine Legende, glaube ich. Aber jetzt vielleicht ein Redneck, könnte ich mir vorstellen, ist vielleicht kein Legendary mehr, sondern nur so ein Rare Hunter dann vielleicht. Oder Monroe. The Red, safe. Ich glaube, The Red wird kein Legendary mehr sein. Solange es keine Lootboxen gibt, plötzlich. Ja, das finde ich geil, muss ich sagen. Und hier bin ich jetzt auch sehr gespannt, weil das haben sie so sneaky erwähnt. Ich weiß nicht, ob das jetzt hier noch kommen wird, aber Burn Traits und Scars Traits. Burn Traits sind momentan Remedy, Rampage, ne, Shadow und sowas. Scars Traits, I don't know what that is. Das ist was komplett Neues. Aber man sieht hier, das ist Remedy, ist Burn und Scars. Also es kann, ein Trade kann immer noch beides sein. Shadow, Rampage, ich schätze mal, das ist Rampage. Das sieht ein bisschen anders aus, aber ich denke, es ist Rampage. Sind Scars Traits. Was sind Scars Traits? Was ist das? Dennis will be back in another video with more details on these. Es kommt ein eigenes Video dazu. Was? Haymaker, sie haben die Appamat umbenannt. Das wurde vorgeschlagen. Es wurde vorgeschlagen, als die Appamat angekündigt wurde. Alter, dieser Name ist so kacke. Warum nicht Haymaker? Irgendjemand hat Haymaker vorgeschlagen und sie haben es gemacht. Lemat Haymaker. Das ist an sich unbedeutend, aber ich finde es so gut, Alter, weil wirklich, also ehrlich, Appamat ist so ein Scheißname. Appamat ist so ein Kackname. Haymaker ist geil. Das freut mich. Das finde ich richtig geil. Das ist an sich super unwichtig, aber das finde ich sehr nice. Actions Menu? Es kommt wieder. For added convenience, our new Actions Menu Flyout provides quick access to critical features for both PC and console players. Hm? It reduces the number of clicks and button pushes needed to get where you're wanting to go or take actions on selected items. Great care has been taken to enhance the visual design, highlighting the game's art and reducing overall UI complexity. Oh, nochmal kurz zurück. Sorry, Leute. Boah, das Video, ich muss schauen, wie ich das schneide, weil das ist bisher wirklich das krasseste Video, finde ich. Weil man, hier sieht man wirklich richtig viel neue Sachen. Das ist irgendwie sehr komplex alles. Und ich bin auch ein bisschen hyped. Alter, jetzt check ich's. Ich check's jetzt. Oh mein Gott, das hat viel zu lange gedauert. Ich werde das vorher rausschneiden. Okay, das macht Sinn. Das ist cool. Oh, es hat viel zu lange gebraucht, Alter. Oh mein Gott, das hat viel zu lange gebraucht. Also, man sieht jetzt hier einfach nur Crown King, kostet $600, ist eine 3-Schalt-Waffe, das ist von 20 Stück. Das war's. Du siehst keine Skins, du siehst keine Progression, wie viel dir noch fehlt, um das nicht freizuschalten. Es ist jetzt einfach clean gehalten. Und wenn du mehr wissen willst, du kannst dir hier die Skins anschauen und wahrscheinlich auch festlegen, die Charms anschauen. Das ist einfach jetzt alles versteckt, weil das sind Sachen, die brauchst du nicht immer. Die brauchst du nur manchmal. Okay. Actions on selected okay, doch, finde ich gut. Great care has been taken to enhance the visual design, highlighting the game. Ich weiß nicht ganz, warum das jetzt ist. Ist das jetzt der vergleicht das gerade. Okay, check. Reducing overall UI complexity. Und wenn du auf Progression gehst, das ist der Progression-Skin. Du kannst genau sehen, was du danach kriegst und sowas. Okay. Boah, das hat viel zu lange gebraucht. So, darauf bin ich jetzt gespannt. And lastly for today, we've implemented a new health bar respec. Since we removed any blood bond cost to respec the health bars, the feature has been used exponentially more often. The clear pain point of having to confirm each bar as you respect them has been corrected. The further common request of being able to just pre-configure them for all recruited hunters is not yet available, but is being considered for the future. Hä, okay, das check ich nicht. Okay, jetzt muss ich aber sagen, jetzt muss ich mich beschweren. Warum? Hä? Warum? Wir können jetzt in dem Screen hier direkt, können wir unsere Balken respecken. Wir müssen nicht mehr oben rechts respec machen und das da machen. Wir können jetzt alles favorisieren, aber wir können das nicht festlegen, dass das für jeden Hunter so ist, obwohl jetzt sogar alle Hunter gleich behandelt werden. Warum muss ich immer noch weiterhin respecken? Als ob das so kompliziert ist. Ich bin in diesen Videos, bin ich gerne so, oh, das ist geil, oh, ich bin immer sehr fanboyig. Das finde ich scheiße. Check ich nicht. Finde ich wack. Weil das ist eine Sache, die fuckt mich ab. Ich spiele nur 4 kleine Balken. Ich spiele nie was anderes. Das heißt, ich muss weiterhin immer alles respecken und manchmal vergesse ich es und dann bin ich ingame, denke mir, ach fuck, ich habe vergessen zu respecken. Toll. Warum nicht? Mach das doch einfach. Check ich nicht. Verstehe ich nicht. Kann mir nicht vorstellen, dass das so aufwendig ist. Bin ich nicht cool. The further common request of being able to just pre-configure them for all recruited hunters is not yet available, warum but nicht? Is being considered for the future. Warum considered for the future? Macht es auch gleich. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das ein Aufwand ist. Also ich bin kein Game Dev. Vielleicht ist das übertrieben aufwendig, aber ich kann es mir nicht vorstellen. Nö, finde ich nicht cool. We can't wait for you all to experience the new UI for yourselves.
We sincerely hope it is a substantial improvement, especially for our console players who've long endured the awkwardness. Es ist wirklich für die Konsole. Das ist ein UI Update vor allem für Console Players. Information to share in the coming weeks, so keep an eye out for more video and social channel updates. Danke dir, David. Okay, ich muss sagen, also das Video geht jetzt schon 37 Minuten. Ach du Scheiße. Ich muss ja echt einiges rausschneiden, das geht viel zu lang. Also Home Hunters Gear Store. Es gibt nur noch 4 Main Tabs. Wenn ich auf Gear gehe, verstehe ich halt nicht ganz den Sinn von dem Gear-Tab. Ich denke mal, das ist jetzt... Ich schätze mal, dass der Tab hier jetzt eher ist für Infos, was man so freigeschaltet hat. Also ich schätze mal, das ist jetzt eher was für neuere Spiele und nichts für Leute, die schon genau wissen, was abgeht. Das wird, glaube ich, alles weiterhin im Hunters-Ding gemacht. Da kommt er ja auch gleich vielleicht. Genau. Nee, das ist der Home. Das ist der Homescreen. Challenges, die irgendwelche neuen Challenges. Land Hedges Anime Hunters using Pistols 0 von 6. Visit Compounds 0 von 20. Collect Clues or Rifts 0 von 12. View all Challenges 15 plus. Challenges werden komplett überarbeitet auf jeden Fall. Ich schätze mal, man kann auch scrollen. Ich glaube, man wird jetzt viel mehr Challenges gleichzeitig auswählen können. Dafür dauern die Challenges länger. Und ich könnte mir vorstellen, dass man wie bei den Questlines sich wahrscheinlich bestimmte rauspicken kann. Man kann wahrscheinlich ganz viele, man hat ganz viele zur Auswahl. Die möchte ich machen, die möchte ich machen, die möchte ich machen. Bis zu einer bestimmten Menge. Und die macht man dann alle gleichzeitig. Dafür sind die jetzt alle höher. Ja, okay, mal schauen. Hier, genau, das ist, glaube ich, der... Ja, genau. Hier rüstet man seinen Hunter ganz normal aus. Ich glaube, dieser Gears-Tab, der ist einfach nur für Infos und sowas und... Also wie der jetzige Arsenal-Tab heißt der, glaube ich. Ja, ist okay. Wird es loaded, by the way. Und hier wähle ich dann die Skins aus für die Waffen. Da bin ich doch irgendwie gespannt, was es genau damit auf sich hat mit Skins und Charms, wie das funktionieren wird. Also ich muss sagen, anfangs war ich ziemlich hyped und ich war wirklich geflasht von einem neuen UI, als plötzlich dieses Ding hier reinkam, war ich sehr geflasht. Ich muss aber jetzt wirklich sagen, je länger das Video jetzt ging und je mehr ich gesehen habe, boah, ich bin mir gerade ein bisschen unsicher, ob mir das so gefällt. Also den Screen finde ich kacke. Als PC-Spieler, der gefällt mir nicht. Ich finde den nicht gut. Der ist sehr für Konsolenspieler. Ich glaube, das ist geil, wenn du auf der Couch sitzt und nicht mehr so die Augen zusammenkneifen musst. Oder ob du irgendwas erkennst. Mir war es lieber, dass ich alles auf einmal gesehen habe. Die sieht übrigens auch neu aus. Die hatte vorher diesen Hut nicht. Die gab es vorher nur ohne Hut. So ganz nebenbei. Ich glaube, ich muss das einfach selber bedienen und dann wirklich meine richtige Meinung abzugeben. Sie ist hübsch. Vor allem die Hintergründe und alles. Aber, boah, es ist das irgendwie alles so groß. Also, sieht man hier irgendwas Neues so nebenbei noch? Nö. Oh doch! Ho! Hahaha! Haha! Hoho! Haha! Was haben wir denn hier? Das ist was Neues. Es kostet 5 Trade-Punkte. Aha! Noch gedacht, dass die hier was versteckt haben. Also ich mache jetzt nochmal ein Fazit. Das ist, glaube ich, jetzt schon mein 4. oder 5. Fazit. Die anderen habt ihr natürlich nicht gesehen, weil ich mich die ganze Zeit irgendwie wieder verliere. Und kurz gesagt, ich bin nicht so begeistert, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin ein bisschen skeptisch, aber... Ich erkenne auch an, dass sie, glaube ich, wirklich das Beste gemacht haben, was sie hätten machen können. Für Konsolenleute super wichtig, weil das war einfach schrecklich für die. PC und Konsole hatten beide dieselbe scheiß UI, bloß dass die Konsolenleute einfach diesen scheiß Cursor benutzen mussten, weil es eine Zumutung war. Wenn ihr Konsole spielt, freue ich mich sehr für euch, das ist sehr geil. Ich als PC-Spieler, mir ist viel zu groß, finde es irgendwie gefühlt noch unübersichtlicher. Ich werde jetzt quasi noch mehr gezwungen, Filter zu benutzen und zu suchen und zu favorisieren. Aber, das große Aber an der Sache ist, ist es bei Hand, glaube ich, nicht anders möglich. Wir haben so viele verschiedene Skins. Wir haben so viele verschiedene Waffen und Varianten. Nicht nur Einzelwaffen, sondern auch die ganzen Varianten. Wir haben so viele verschiedene Traits. Und das alles irgendwie gut sortiert zu bekommen. Ich glaube, sie haben wirklich das Beste gemacht, was sie hätten machen können. Das quasi alles auf ein Screen zu hauen, wo du durchscrollen kannst, wo du so viel wie möglich siehst, wo du deine Favoriten setzt, was du gerne magst, wo du suchen kannst. Und ich glaube, besser geht's nicht als das. Deswegen, auch wenn ihr vielleicht jetzt auch skeptisch seid und es euch nicht so gefällt, ich glaube, wir müssen uns einfach nur dran gewöhnen und dann ist es besser. Optisch gefällt's mir, aber es ist mir an sich, ist mir viel zu groß, aber es ist dennoch schön designt und das finde ich nice. Wir müssen damit spielen und dann herausfinden, wie es wirklich ist. Das Positivste, was mir aufgefallen ist, was eigentlich nicht viel mit der UI zu tun hat, sondern dass die ganzen Hunter, die ganzen Standard-Hunter überarbeitet wurden, dass die cooler aussehen und dass es jetzt nicht nur stinknormale Hunter gibt,
und Legendary Hunters, sondern auch Uncommon, wahrscheinlich Hadrea, so wie bei den Charms. Also man hatte vor White Shirt, der quasi aussieht wie ein stinknormaler Typ. Dann hatten wir die noch eine Weste anhat und ein Halstuch und sowas, die so ein bisschen banditenmäßig oft aussahen oder wie so, keine Ahnung, Städteleute, sag ich mal. Und dann hatten wir als Tier 3 Hunter die Edgelords mit Glatzen, Tattoos, Sonnenbrillen, Bart, komplett zerzottelt, also abgefuckt, sehr viel schwarz. So die ganzen Edgelords. Und dann hatten wir die Legendary Hunter, wo es irgendwie auch wieder alles gab. So eine Red ist Legendary und ein Reaper mit seiner Maske und alles ist auch Legendary. Aber ich glaube auch in der Lore sind die ganz anders vertreten. Ich glaube, der Reaper zum Beispiel ist wirklich auch in der Lore wirklich so eine Legende. Und die Red ist halt einfach nur eine Diebin oder sowas. Deswegen passt auf jeden Fall, dass die dann unterschieden werden. Aber das finde ich einfach cool, dass wir dann so Uncommon Hunters haben, die einen coolen Hut haben. Bisschen coolere Klamotten, aber immer noch aussehen wie normale Leute und jetzt nicht wie ein Kayde, wie ein Reaper, wie ein Penitent, die komplett abgefuckt einfach sind. Ja, das ist das Positivste, was ich herausnehme. Die Challenges machen mir ein bisschen Angst. Mal schauen, könnte besser sein, mal schauen. Ich habe wieder viel zu lange geredet. Schreibt mir sehr gerne eure Meinung in die Kommentare, weil das ist, finde ich, wirklich das krasseste Video bisher gewesen, mit den meisten Änderungen. Achso, und Lemat Haymaker finde ich sehr geil. Aber mal, das ist ein Scheißname. Haymaker ist hier besser. Speere, Wurfspeere als neues Tool. Neuer Trade für 5 Trade Points. Weiß nicht, was das ist, aber neuer Trade, cool. Sonst was Neues gezeigt, außer die Hunter, ich glaube nicht. Ich glaube, das waren die ganzen neuen Sachen, die sie geteased haben. Ja, genau. Dann werde ich jetzt schneiden. Ich nehme eine Stunde auf. Ihr werdet sehen, wie lang das Video ist. Ich hoffe, ich werde es auf hoffentlich maximal eine halbe Stunde runterkriegen. Genau.